Was haltet ihr von den neuen Apple-Betriebssystemen, die am Montag, also am 16. September um 19 Uhr freigegeben worden sind? Heute ist Mittwoch, mal sehen, wann das Video online geht. Ich finde, die Änderungen sind doch recht übersichtlich. Klar, das große Thema ist Apple Intelligence, was wir in Europa gar nicht zu Gesicht bekommen, zumindest vorläufig nicht. Und wenn man das alles abzieht, dann bleibt eigentlich nicht viel vom neuen Apple-Update. Die wichtigsten Features für mich will ich euch kurz zeigen. Die sind analog auf iPad und iPhone. Zum einen können wir jetzt Widgets platzieren, wo wir wollen. Ich weiß, liebe Android-Nutzer, das geht bei Android schon lang, bei Apple aber eben nicht. Da ist das jetzt ganz neu und der eine oder andere wird das vielleicht mögen, das Feature. Also wir können Widgets und Icons jetzt beliebig anordnen. Und wenn wir schon in diesem Modus sind, in den kommen wir, wenn wir lang auf den Bildschirm tippen, dann können wir uns noch die neuen Bearbeitungsfunktionen ansehen. Wir können hier Widgets hinzufügen, wie bisher auch, Seiten bearbeiten und wir können auch anpassen. Hier können wir jetzt sagen, wir möchten unsere Icons gerne groß. Dadurch werden die Icons tatsächlich etwas größer, unten in der Taskleiste, aber auch auf dem Bildschirm und vor allem verschwindet die Schrift. Nachteil ist, wenn man alles in so Kategorien einsortiert hat wie ich, dann weiß man nicht mehr, dass das die Spiele-Kategorie ist, weil es nicht mehr drunter steht. Also das ist ein ganz nettes Feature, muss ich sagen. Ich lasse die Ansicht mal bei klein und dann können wir App-Icons jetzt zwischen hell und dunkel umschalten. Beachtet bitte unten mal zum Beispiel die YouTube-Apps, wie die im Dunkeln aussehen, beziehungsweise im Hellen. Also das ist auch sehr nice gemacht. Ich habe das bei mir automatisch eingestellt, so dass ich nachts die Icons dunkel färben. Das ist ebenfalls ein neues Feature von iOS. Außerdem können wir jetzt hier den Bereich System bearbeiten. Hier gibt es jetzt mehrere Seiten, also Flugmodus, AirDrop etc. Dann gibt es hier das Zuhause, die Mediensteuerung und das bisherige Kontrollzentrum. Und hier kann man jetzt halt auch neue Dinge hinzufügen, indem man auf das Plus klickt und dann auf Steuerelemente hinzufügen. Und da haben wir jetzt eine große Auswahl an verschiedenen, ja, Funktionen, die wir hier ablegen können. Cool, das geht sogar während der Aufnahme auf dem iPad. Das ist ebenfalls neu. Neu ist auch die Passwörter-App, die ihr unten links seht. Zeige euch die jetzt nicht, weil sonst seht ihr meine Accounts bzw. Passwörter. Die App gab es bisher auch schon, hat sich allerdings irgendwo in den Einstellungen versteckt und jetzt ist das hier prominent eben als einzelne App verfügbar. Das ist ein Passwortmanager, der über mehrere Geräte funktioniert. Mag ich sehr gerne, benutze ich auch sehr regelmäßig und das waren im Grunde die wesentlichen Features von iOS und iPadOS. Machen wir mal weiter mit der Apple Watch. Die Apple Watch hat 3 neue Watchfaces bekommen. Das heißt eigentlich nur 2 neue. Reflexionen ist neu. Das gibt es einmal rund mit Komplikationen und einmal ohne Komplikationen. Und dann gibt es noch den Wandel. Die zeige ich euch gleich mal. Die finde ich ganz witzig. Und es gibt noch die Fotos-Uhr, wobei es die vorher schon gab. Möglich, dass da 1-2 neue Funktionen dazugekommen sind. Aber ansonsten gab es die vorher schon. Wir können uns das gerne auch mal am Handgelenk ansehen. Am Handgelenk sieht das so aus. Hier die Komplikationen, die man entsprechend konfigurieren kann. Und ansonsten finde ich das zwar schön, weil es aus jedem Blickwinkel sozusagen anders aussieht von der Farbe her. Ich nehme an, ihr könnt das gut sehen, aber die Uhrzeit selber kann man nicht wirklich gut ablesen. Das stört mich. Und dann zeige ich euch gerne noch das andere neue Watchface, nämlich Wandel. Wandel sieht so aus und da könnt ihr die Sekunden verstreichen sehen. Und wenn der Zeiger oben angekommen ist, dann ändert sich die Farbe und es ändert sich auch den ganzen Tag das Ziffernblatt. Daher der Begriff bzw. die Bezeichnung Wandel. Ja, Komplikationen sind da auch keine möglich. Farben kann man einstellen. Ich habe hier Regenbogenfarben eingestellt, sodass sich das den ganzen Tag ändert. Also ein wunderschönes Ziffernblatt, aber sehr praktisch finde ich das ehrlich gesagt auch nicht. Und somit gehe ich wieder zurück zu meinem guten alten Infograph. Ja, und es hat natürlich auch noch 2 neue Funktionen gegeben. Zum einen wurde die Schwimm- bzw. Taucherkennung etwas verbessert. Da wird jetzt angezeigt, wie tief man taucht.
braucht und auch wie warm das Wasser ist. Und außerdem gibt es eine Schlafapnoe-Erkennung, wenn man die Apple Watch nachts trägt. Da gehöre ich nicht dazu, aber ansonsten ist das sicherlich eine gute Funktion. Aber auch für WatchOS ein eher übersichtliches Update, würde ich mal so behaupten wollen. Ja, beim Mac ist es so, da hat sich auch ein bisschen was geändert. Also zum einen gibt es natürlich analog auch hier wieder die gleichen Änderungen wie unter iOS. Betrifft zum Beispiel die Fotos-App, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, oder auch die Karten-App. Was ich ganz schick finde, wir können Fenster jetzt verkleinern und können die ähnlich wie bei Windows in eine Ecke vom Bildschirm ziehen. Also ungefähr so. Und dann bekommen wir schon in der Vorschau angezeigt, wie das Fenster dann aussehen wird oder wie sich das anordnen wird hier. Das geht zum Beispiel auf die Hälfte. Dann haben wir hier die Fotos-App. Das können wir in eine andere Ecke ziehen. Und dann können wir beide Apps nebeneinander nutzen, wollte ich sagen. Das geht aber nicht wirklich. Aber ihr habt, denke ich, das Prinzip verstanden. Also wir können Fenster jetzt in Ecken schieben. Ich zeige euch nochmal kurz die neue Fotos-App. Die sieht jetzt so aus. Die ist unter iOS jetzt komisch sortiert, muss man sagen. Ich glaube, bei Mac halten sich die Änderungen in Grenzen. Und dann gibt es noch die Landkarten-App, die anscheinend deutlich verbessert wurde. Und zwar gibt es jetzt eigene Routen. Erstelle einen beliebigen Spaziergang vom Wandern in der Natur bis zum Stadtbummel. Lege eigene Routen an, wenn du Fußgängerrouten anforderst. Da gibt es also auch einige Neuerungen. Es wurde wohl auch verbessert in dem einen oder anderen Bereich. Ich denke auch, dass das Control Center eben verbessert wurde. Mal schauen, was ich alles vergessen habe. Die neue macOS-Version. Einfachere Fensteranordnung. Hier seht ihr das Ganze nochmal als Beispiel. Unterschiedliche Hintergründe für Videokonferenzen. Moderationsvorschau. Im Bereich Safari wurden die Web-Videos verbessert. Es wird auf die neue Passwort-App hingewiesen. Im Bereich Gaming hat sich ein bisschen was getan. Es gibt wieder neue Emojis, was weiß ich. Individuelle Routen und Wanderwege in Karten. Im Bereich AirPods wurde einiges verbessert und dann wurden auch Apps verbessert. Rechner, Kalender, Freeform, Fotos, Wetter, Home-App, Datenschutz verbessert oder überarbeitet. Mehr Anpassungsmöglichkeiten als je zuvor. Dann könnt ihr auch die Farbe natürlich ändern, eurer Icons. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Dann eben großes Update für die Foto-App. Möglich, dass das am iPhone noch mal ein bisschen anders aussieht wie am Computer. Nachrichten hat eben ein Update bekommen. Intelligente Kategorisierung in Mail, Surfen ohne Ablenkung in Safari, neue Passwort-App, neue Datenschutzfunktionen. Erste Intelligence-Funktion verfügbar, aber eben nicht in Europa. Siri wird verbessert, Apple Karten wurde verbessert, Spielmodus wurde verbessert, Notizen-App, Kalender, Journal, Home-App und eben Updates für die AirPods. Im Wesentlichen waren das die Neuerungen von den neuen Apple-Betriebssystemen. Was haltet ihr von dem Update? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.